Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es mal um ein ganz spezielles Thema. Und zwar habe ich auch in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, so, weil es wird immer mal wieder gesagt, ja, der Serbe. A Serbian Film ist wirklich der heftigste Film, den es jemals gab. Ja, und dann stelle ich mir die Frage, von welchen Leuten kommt das? Meistens kommt dieses Thema aus dem Mainstream. Die Leute haben dann sowas gesehen wie The Hills Have Eyes, Texas Chainsaw Massacre und sowas. Und das ist schon für die wirklich die absolute Grenze fast. Und dann kommt ein Film, der ist grenzüberschreitend. Und das ist dann, ja, A Serbian Film. Ja, für diese Leute, aber auch für natürlich meine Stammzuschauer, die ja wahrscheinlich auch schon das ein oder andere härtere gesehen haben, möchte ich dann auch hier heute mal fünf Filme auflisten, die meiner Meinung nach A Serbian Film komplett in den Schatten stellen. Dagegen ist kleines Wortspiel, A Serbian Film wirklich ein Kinderfilm. Und solche Filme gibt es. Ich weiß, dass A Serbian Film wirklich ein harter Film ist. Die Baby-Rape-Szene, ja, ich werde hier auch vieles ansprechen, was so nicht jugendfrei ist. Das ist natürlich hart, sehr hart. Dann haben wir noch die Szene, wo ja die Frau von hinten penetriert wird und gleichzeitig der Kopf abgehackt wird. Und dann haben wir natürlich noch die Szene, wo ganz am Ende Milosch kommt und seinen eigenen Sohn vergewaltigt. Ja, unwissend vergewaltigt. Das sind alles Szenen, natürlich ist der Serbian-Film sehr hart, aber der Film ist nicht so wirklich grafisch, kann man schon sagen. Klar, ein paar Bluteffekte sind dabei, die sind wirklich ordentlich, sehen auch krass aus, aber dann hast du einfach viele Filme, die sind noch deutlich expliziter, was das angeht. Besonders im Underground-Bereich. Und deshalb möchte ich jetzt ein paar Filme auflisten. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem ersten Film an. Und da habe ich für euch diesen Film und der nennt sich Atroz. Atroz ist ein Film aus Mexiko und wird als der härteste mexikanische Film gehandelt. Und das wirklich nicht zu Unrecht. Der Film hat sogar eine Mediabook-Veröffentlichung, den gibt es aber auch nur auf DVD, in einem DVD-Mediabook, falls es da Leute gibt, die den Film auch haben möchten. Und der Film, der behandelt ein Thema, und zwar, dass Polizisten Videotapes finden von Serienmördern, und diese Serienmörder töten ihre, ja, Opfer nicht einfach nur mit Pistolenschüssen, mit Messern oder sowas. Nein, diese Serienmörder foltern die Menschen einfach bis aufs Übelste. Und das ist wirklich auch grafisch dargestellt. Das ist schon nicht leicht anzusehen. Ja, und zwar haben wir da eine Szene, da wird eine Transe, ja, ein Transvestit, wie man so heute sagt, auf einen Stuhl gefesselt. Und ja, dieser Mensch hat dann so viel Angst und scheißt sich ein. Und ja, wird dann dementsprechend mit seiner eigenen, ja, mit seinem eigenen Kot gefüttert und allem Möglichen. Dann wird ja dieser Mensch noch angeschossen und sowas und vergewaltigt. Und das alles ist sehr drastisch dargestellt, sehr hart und überhaupt eigentlich gar nichts so Tolles. Ja, wirklich. Also da passiert einfach nichts Tolles in diesem Film. Das wollte ich damit sagen. Der Film ist einfach von Grund auf negativ und wenn man dann zu einer anderen Szene kommt, wo eine Frau ihre Menstruation hat und dementsprechend von einem blutgeilen Täter ja, vergewaltigt wird, weil er einfach auf das Blut draus ist und der Frau einfach noch unten rum mit einer Schere und sowas reinsticht, damit dort noch mehr Blut rauskommt. Dann ist man einfach bei Filmen angelangt, die Serbien-Film weit in Schatten stellen. Ja, dann gab es noch eine Szene, die fand ich besonders hart. Da muss ich sagen, da war eine Familie zu sehen und da hat der Vater es so empfunden, dass der Sohn, sein Sohn, der, weiß ich nicht, 17, 18 war oder sowas, einfach kein richtiger Mann ist. Das war die Aussage des Vaters. Und dann, weil er so beschämt war von seinem eigenen Sohn, hat er den Sohn vor seiner eigenen Familie vergewaltigt und grün und blau geschlagen dabei. Das war wirklich eine Szene, die war extrem hart und die wollte ich dann hier auch noch ansprechen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten Film und da habe ich mir rausgesucht
American Guinea Pig Teil 3, Sacrifice. Ja, in dem Film geht es einfach nur darum, da ist ein Mensch, der fertig ist mit seinem Leben und derjenige verstümmelt sich einfach, um irgendeine Göttin zu beschwören. Ja, komplett dumme Story. In diesem Film geht es auch nicht um eine Story, sondern es geht einfach darum, wie er sich selbst verstümmelt. Ja, es werden seine Fußnägel rausgezogen und wie das aussieht, ist der absolute Hammer. Also man muss wirklich sagen, das ist auf einem Niveau mit Spezialeffekten, es ist extrem hart und extrem gut gemacht. American Guinea Pig 3 ist auch bei weitem der beste Teil der Reihe. Kann ich einfach nur euch so versprechen. Das ist wirklich von den Spezialeffekten her extrem heftig und wie er sich diese Fußnägel zum Beispiel rauszieht, wie er sich seinen eigenen Penis abschneidet. Das sind halt einfach wieder wirklich grafische Effekte, die hast du in einem Serbian-Film nicht zu geben. Dann dabei hast du noch die ganze Atmosphäre, wie er sich mit der Bohrmaschine tut er sich auch noch irgendwas an. Er nimmt sich eine Bohrmaschine und haut die sich irgendwo rein und lässt das Ding richtig angehen, sage ich mal. Das sind Sachen, deshalb habe ich diesen Film ja auch noch mit reingebracht. So viel habe ich auch gar nicht mehr parat von dem Film, den müsste ich mal auffrischen, aber das ist das, was ich jetzt noch weiß. Und deshalb würde ich sagen, kommen wir zu einem nächsten Film. Zum dritten Film. Den Film habe ich, ja, gestern noch gesehen. Ich wollte den einfach nochmal rewatchen und er ist einfach genauso hart wie beim ersten Mal. Und dabei handelt es sich um Subconscious Cruelty. Ja, der Film ist auch ordentlich. Der ist auch wirklich alt, kann man schon sagen. Der Film ist aus dem Jahr 2000 und behandelt halt einfach, so gesehen, die menschlichen Abgründe. Ja, dabei handelt es sich zum Beispiel um Geburten, wie es Leute gibt, die extra eine Totgeburt haben wollen zum Beispiel. Dann geht es natürlich noch, wie eigentlich in jedem dieser Filme, um Vergewaltigung und Mord. Und das alles ist halt auch grafisch wirklich heftig dargestellt. Mit die heftigste Szene passiert ja relativ zum Anfang. Und zwar ist dort eine Frau, die von ihrem eigenen Bruder ein Kind erwartet. Ja, das ist halt auch schon wieder so eine Inzestsache. Ja, extrem heftig. Und dieses Kind wird geboren. Das sieht man auch explizit alles. Ja, aber der Bruder war das, glaube ich, oder ich glaube noch jemand anderes. Habe ich jetzt gerade auch gar nicht mehr im Kopf. auch wenn ich den Film auch gestern gesehen habe. Aber irgendjemand holt dann dieses Baby da raus und schneidet dem Baby kurzerhand sofort den Hals auf. Ja, das sind halt einfach extrem heftige Aufnahmen wieder. Und dann möchte ich noch auf eine andere Szene hinweisen, die in diesem Film dargestellt wird. Und zwar die Endszene, also die letzten 10 Minuten sind nochmal extrem heftig. Dort wird ein Mann, der so, sag ich mal, als Jesus so ein bisschen dargestellt wird, von der Straße aufgegabelt, mit in einen Raum genommen wird, oder in eine Kirche war das sogar, und wird dort von zwei Frauen extrem, ja, sagen wir mal, vergewaltigt und getötet. Ja, aber nicht normal, sondern alles auf sexualisierte Weise. Das heißt, die Frauen haben so gesehen Sex mit ihm, aber töten ihn dabei auch. Und diese Szene war extrem hart, einfach aus dem Grund, es gab einfach einen Shot, da hast du einfach gesehen, wie die Frau dem Mann einfach den Darm und die Gedärme alles rausreißt und sich damit selbst befriedigt. Es ist schon extrem kranker Scheiß. Ja, kurz danach haben die dann einen, ja, holen die einfach so einen Metallstab oder es war sogar, glaube ich, ein richtiger Stock von einem Baum, den die dem Mann dann kurzerhand hinten in den Arsch reingesteckt haben und den ganzen Arsch halt durchlöchert haben. Dann immer weiter reingesteckt, bis es nicht mehr weiter ging. Und wenn ich darüber schon die ganze Zeit so erzähle, das ist wirklich nicht schön, was ich hier erzähle. Also muss ich schon wirklich sagen. Aber ich möchte euch das Ganze ja so ausführlich wie möglich, sage ich mal, erklären, ohne dass das Video hier gesperrt wird auf YouTube.
Ja, dann würde ich aber sagen, kommen wir auch schon zum vierten Film. Da habe ich mir wahrscheinlich den bekanntesten von den fünf, die ich mir jetzt rausgesucht habe, vorbereitet, und zwar The Human Centipede 2. Ja, The Human Centipede ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Den ersten Teil, das ist ja auch schon fast, kann man sagen, auf niedrigstem Niveau ein Kultfilm. Und ja, der erste Teil ist aber halt auch wieder so ein Film. Der ist halt hart, ja, aber im Gegensatz zu Teil 2 auch wieder so ein Kinderfilm, kann ich sagen. Teil 2 hält überall drauf. Ich glaube, die meisten kennen den Film, und du siehst halt alles von Zähnen, die mit Hämmern rausgeschlagen werden, explizit gezeigt wird, und von einer Frau, die mit einem Stacheldraht vergewaltigt wird, bis zu einem Baby, was ja unten zwischen den Gaspedalen von dem Auto liegt, wo der Kopf zertreten wird. Es ist absolut heftig, und ich glaube, zu The Human Centipede 2 brauche ich nicht mehr viel sagen. Die meisten werden den dann kennen. Das ist, glaube ich, sogar ein Film, den einige Mainstream-Zuschauer kennen, also die dann Mainstream-Horrorfilme gucken, wie ich am Anfang sagte, wie Texas Chainsaw, Saw oder The Hills Have Eyes oder sowas. Einige davon werden wahrscheinlich auch The Human Centipede 2 kennen. Ja, und dann kommen wir jetzt zum, ja, letzten Film, und da habe ich mir den härtesten Film rausgesucht, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und dabei handelt es sich um Vomit Gore 3, Slow Torture Puke Chamber. Ja, der Titel sagt alles, und da kann ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht so viel drüber reden. Außer das Video wird gesperrt auf YouTube. Ich rede einfach mal von einer Szene, die mir bis dato im Kopf geblieben ist, die auch immer in meinem Kopf bleiben wird, weil ich die auch wahrscheinlich nicht mehr rauskriegen werde. Die Babyszene, wo, ich sag's im Schnelldurchlauf, das Baby wird vergewaltigt, in einen Mixer gesteckt, püriert und gegessen. Ja, das ist das Einzige, was ich jetzt hier zu Vomit Gore 3 sagen möchte. Sonst hast du einfach noch viel Nacktheit. Und ja, Gore ist da sowieso ständig gegeben. Mit den eigenen Exkrementen essen, trinken. Das ist Vomit Gore 3. Ja, gekotzt wird natürlich auch noch. Also, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das Video muss ich wahrscheinlich sowieso 18 plus schalten. Aber ich wollte jetzt einfach mal auf fünf Filme hinweisen, die dann meiner Meinung nach Serbien-Film zu einem Kinderfilm werden lassen. Ja, Serbien-Film ist bei weitem nicht das härteste, was es gibt, auch wenn viele Leute es sagen. Und ja, wie ist eure Meinung dazu? Ich habe jetzt einfach hier mal versucht, ganz sachlich diese Filme zu beschreiben und einfach mal auf einige Details einzugehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr das genauso seht oder ob ihr wirklich auch sagt, nee, Serbien-Film ist härter als alle fünf, die du aufgezählt hast. Glaube ich nicht, dass es sowas gibt, aber vielleicht hat einer ja da eine ganz andere Kenntnisnahme des Films und eine ganz andere Meinung. Ja. Und ich würde sagen, dann bin ich jetzt auch mit dem kontroversesten Video auf meinem Kanal hier raus und wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag, und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Ciao.